zum Island-Vlog Teil 1. Aber ich bin gerade angekommen in meinem Zimmer, habe das Bett schon überzogen, war kurz einkaufen, weil ich habe so einen Hunger gehabt. Genau, die Wohnung zeige ich euch in einem späteren Video. Was ist jetzt der Plan? Es ist schon 9 am Abend und es ist so richtig hell. Es ist mega geil und ich werde heute bis Mitternacht aufbleiben und mal auschecken, wie hell es dann ist. Weil es ist eh schon am runtergehen. Also die Sonne, also die Tage werden wieder kürzer so. Und ich will einfach mal schauen, wie hell es wirklich Mitternacht ist. Vielleicht ist es nur ganz hell, vielleicht ist es doch ein bisschen dunkel. Schauen wir mal. Das ist heute der Plan noch. Ja, ich mache dann nur eine Packliste für morgen, also eine Einkaufsliste, weil ich habe nichts da erinnern. Ich habe gerade eine Tiefkühlpizza gemacht und ja, ich habe kein Backpapier gehabt. Ich habe immer noch keine Geschirrtücher da, die muss ich kaufen gehen. Ich muss den Kleiderschrank noch einräumen, ich brauche einen Kleiderbügel, ich brauche nur Essen, ich brauche alles. Deshalb, morgen geht es den großen Shopping-Tag. Ich werde jetzt nur kurz duschen gehen und danach werde ich in die City schauen, ein paar Sachen anschauen und euch einfach mal mitnehmen. Ah, das isländische Wetter, mega nice. Es ist echt so arg, das kenne ich gar nicht. Es ist strahlend hell und 2 Minuten später regnet es und dann ist es wieder hell und dann regnet es wieder. Und es geht immer so dahin, ich meine, das habe ich eh schon gehört, aber arg. Ich bin jetzt gerade ein bisschen da auf diesem Berg gegangen, der direkt bei meinem Studentenwohnheim ist. Das ist nämlich bei mir da unten, in dem Gebäude oder so. Da ist direkt der Flughafen daneben. Und es ist richtig nice da, es ist kein Mensch da, es ist so peaceful, es sind überall Bäume, es ist überall so ein Vulkangestein, das ist mega cool. Also von der Natur her finde ich Island echt überwältigend, es ist so schön, also man muss auf jeden Fall mal herkommen. Das habe ich mir schon gedacht beim Herfahren in die Stadt, das ist so wahnsinnig schön, es schaut aus wie in einem Film oder so, wie vom Mars oder so, keine Ahnung. Es ist so eine Natur, die man eigentlich nirgends kennt, das ist richtig schön, also. Das kann man, glaube ich, gar nicht so auf die Kamera bringen. Also ich war ja schon viel unterwegs und das hat mich trotzdem geflasht. Also wunderschön bis jetzt. Das Wetter ist noch nicht so schön. Ja, auf jeden Fall würde ich gerne ein bisschen was erzählen für die Leute, die mich noch nicht kennen. Also ich bin der Sebastian. Ich mache jetzt mein Auslandssemester da in Reykjavik. Bin jetzt eben von August bis Dezember da und werde jetzt halbwegs regelmäßig da Videos machen. Ich will eben so einen Vlog machen, was alles passiert. Oh mein Gott, da ist das Kringlern schon. Mega cool. Das ist, Perlan, Entschuldigung, das Kringlern ist diese Shopping Mall. Das Perlan, da gehe ich jetzt hin, das ist irgendwie so eine Attraktion, keine Ahnung, das war eigentlich mein Ziel. Eigentlich recht schnell gegangen. Auf jeden Fall mache ich jetzt regelmäßig Vlogs so von Alltagsdingen, will aber auch manchmal so Videos machen wie Roomtour oder I don't know. Gerne in die Kommentare schreiben, was ihr alles sehen wollt. Auch gerne in die Kommentare mit Hashtag FragSebi reinschreiben. Irgendwelche Fragen, ich würde nämlich gerne FAQ machen. Weiß ich noch nicht wann. Auf jeden Fall sammelst du mal die Fragen. Und genau, was ich nur erwähnen wollte, ist, wenn euch diese Vlogs zu lang dauern, mache ich auch analog dazu so Shorts, die eben 1 Minute dauern, wo das Wichtigste alles zusammengefasst ist und vice versa. Sprich, wenn ihr euch die ganzen Videos nicht geben wollt, schaut euch einfach die Shorts an und wenn irgendwas Spannendes drin ist, könnt ihr euch den Vlog dazu anschauen. Genau, so viel dazu. Es ist jetzt, by the way, es ist schon 10 am Abend und es ist so hell, es ist so geil. Es ist richtig cool, diese Experience. Ich freue mich richtig und ich freue mich auch so mega auf die ganze Experience jetzt. Ja, ich hoffe, ihr freut euch auch und seid mit mir im Vlog dabei. Hallo, Tag 2. Es regnet schon wieder draußen, wie sollte es auch nicht anders sein. Ich werde mich jetzt zusammenpacken und einkaufen gehen. Ich habe meine Einkaufsliste geschrieben und ja, schauen wir mal, was es sonst noch so gibt. Ich will auf jeden Fall schauen, welche Bankverträge das gibt. Also es gibt da 2 also Nationalbanken und ich lasse mir einfach mal ein paar Angebote geben. Muss dann auch noch, ja, wegen der Kennitaler, das ist so die Social Security Number, die man eben für alles braucht. Ich kann jeder mal mein Busticket kaufen ohne die Electronic ID, die man nur bekommt, wenn man die Kennitaler hat. Ja, alles ein bisschen schwierig hier am Anfang, aber zumindest bin ich jetzt mal versorgt. Ich werde einkaufen gehen und ja, dann nochmal ein bisschen in die Stadt schauen. Mhm.
Okay, ich wollte jetzt gerade mein Kindertaler hier final beantragen. Ich musste nur so ein paar Dokumente geben, zum Proven, wer ich wirklich bin. Die haben heute alle zu. Morgen ist anscheinend auch Feiertag, wo keiner offen hat. Das heißt, ich habe jetzt 3 Tage kein Kindertaler, kann also auch kein Bankkonto eröffnen, kann kein Phone Number beantragen und kann mir kein Busticket kaufen, außer jetzt heute ist extrem teuer. Und ich hätte jetzt schon ganz gerne Busse, muss ich gestehen, weil es so schier Wetter ist. Ich gehe jetzt gleich noch einkaufen da in dieser Shopping Street. Ja, keine Ahnung, schauen wir mal. Mega cool, die beheizen da die Straßen, damit im Winter eisfrei sind. Ha, sehr geil. So, ich gönne mir jetzt diesen Luxus von einem Bus, weil es regnet immer noch und es ist sau schwer, was ich eingekauft habe. Morgen ist eigentlich Montag, aber die haben irgendwie so einen Feiertag für die Kommerz oder so, weil die immer offen haben und deshalb wird morgen nichts offen. Ich weiß nicht, was ich morgen da soll, keine Ahnung. Die Kindertaler kann ich immer noch nicht beantragen morgen. Ja, schauen wir mal, was rauskommt. Vielleicht ist morgen ein bisschen schöner Wetter, hoffe ich zumindest. Dann kann ich mir Reykjavik mal bei Nicht-Regen anschauen, das wäre auch schon mal schön. Ansonsten fahre ich jetzt heim mit dem Bus, werde kochen und keine Ahnung, dann werde ich vielleicht ein bisschen Kontakte knüpfen mit den Leuten im Studentenwohnheim oder so. Mal schauen. Ich wollte jetzt eigentlich Chili con Carne machen. Well, ich habe keinen Dosenöffner. Perfekt. Jetzt gibt's Nudeln. Ja, ich habe jetzt gegessen, ein bisschen nur gechillt und ich gehe jetzt wieder rauf zum Perlern, weil es regnet gerade nicht. Ausnahmsweise, richtig cool. Ich habe jetzt die Kamera mit, ich werde da ein paar Fotos machen. Ich habe nämlich Spiegelreflexkamera mitgenommen, weil man dachte, das braucht man schon mal. Früher war das auch ein Hobby von mir, ich habe gerne so fotografiert, irgendwie hat sich das aber sehr, sehr eingestellt bei mir. Vielleicht fange ich jetzt wieder an damit. Ich habe jetzt gerade nur ein paar Roommates, würde ich sagen, also die in meinem Stockwerk kennengelernt. Direkt meine Nachbarin und die gegenüber wohnt. Und die machen halt abends so ein Boardgame-Abend. Da wird er dabei sein. Also erst eine Kontakte schon pflegen. Das ist, glaube ich, ganz cool, weil die haben schon so eine Gruppe für das ganze Stockwerk. Ich glaube, wird wirklich cool. Es regnet wieder. Wie sollte es auch nicht anders sein? Love it. Good morning, Tag 3 im Paradies. Ich bin gerade aufgestanden. Gestern haben wir noch so einen Pizzaabend mit ein bisschen Alkohol gemacht, mit denen auf meinem Stockwerk. War ich ganz nice und heute ist schön Wetter, mega cool. Es scheint zum ersten Mal die Sonne. Man sieht blauen Himmel, richtig cool. Ich werde jetzt mal ein Frühstück machen zum ersten Mal. Irgendwie so ein Skewer Bowl. Heute ist Feiertag, darum hat eigentlich fast alles zu. Ich habe keine Ahnung, was ich heute mache. Ich werde wahrscheinlich mal irgendwie ein bisschen aufräumen, weil da liegt einfach alles so rum. Mal schauen, was wir heute alles tun. Schön Wetter ist, vielleicht gehe ich wieder ein bisschen fotografieren. We will see. So, ich bin jetzt wieder zurück aus der Stadt und würde gerne ein bisschen ein Fazit ziehen von den ersten 3 Tagen. Reykjavik ist mega, mega schön, generell Island, alle fort noch Reykjavik von Keflavik, mega, mega cool, die Natur ist so schön. Es ist einfach alles in Gehdistanz, ich bin nur auf den Beinen, ich bin nur am Wandern, die Architektur ist mega cool. Das Wetter ist nicht so cool bisher, heute war ein bisschen schöner der Tag, jetzt scheint da gerade die Sonne wieder ein bisschen, aber es ist halt immer bedeckt eigentlich, also so richtig blauen Himmel kaum,
Mal schauen, ob das besser wird in den nächsten Tagen. Das Zimmer ist ganz nett. Meine WG-Mitbewohner, keine Ahnung, sind auch alle ganz nett. Die ganzen Austauschstudenten werde ich erst in Zukunft kennenlernen. Es ist verdammt teuer, das auf jeden Fall. Ich war heute in der Stadt und habe mal so in ein Restaurant reingeschaut. Also, ich habe eh nichts gekauft, aber allein der Schokokuchen als Nachspeise. Gern mal jetzt raten in die Kommentare, was denkst du, wie teuer war der? Ja, 20 Euro. Das ist halt was ganz anderes. Man muss selber kochen, aber auch so einkaufen ist teuer. Was mache ich jetzt dann in den nächsten Tagen so? Ich muss die Kinitaler beantragen. Ich kann morgen dann meinen Studentenausweis holen. Braucht dann eine Handynummer und will ein Busticket kaufen. Ansonsten, ja, werde ich die ersten Austauschstudenten auch kennenlernen, die jetzt dann in den nächsten Tagen alle ankommen. Und ja, ansonsten erstmal kann ich nur Gutes sagen, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch auf mehr. Ich hoffe, ihr euch auch. Die nächsten Videos werden so ein bisschen unregelmäßiger, also es wird schon regelmäßiger, aber ich werde jetzt nicht im 3-Tages-Abstand immer ein Video machen, sondern einfach so, wenn ich genug Content habe, dann mache ich einen neuen Vlog. Jetzt war ja recht viel los in den ersten Tagen, mal schauen, ob das dann, wenn ich Uni habe, ein bisschen weniger wird. Aber ja, werde jeden Tag fleißig weiter aufnehmen. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Vlog wieder. Ciao!